Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Ich darf Sie recht herzlich im Namen des Instituts für internationale Kommunikation e.V. begrüßen, das diese Abendreihe veranstaltet, und möchte kurz darauf hinweisen, dass wir, Sie finden auf dem Platz auch so ein kleines Infobroschüre, das wir aufgrund der Arbeit unseres Instituts, das eben vor allem im Bereich internationale Bildung auch unterwegs ist, dass wir da, soweit Sie Leute kennen oder selber in diesem Bereich aktiv sind, sprich ehrenamtlich auch Spracharbeit mit Flüchtlingen und Migranten machen, dass wir Ihnen da auch ein bisschen unter die Arme greifen können. Und Sie können hinterher zum Teil, wenn Sie zum Beispiel Bücher oder Materialien benötigen, uns ansprechen. Daneben ist auch ein Tisch aufgebaut, wo ein paar Materialien verteilt werden können. Aber viel wichtiger vielleicht auch, dass Sie mit uns Kontakt aufnehmen und wir dann auch über längere Zeit Sie da unterstützen können. Das wollte ich eben noch vorweg sagen. Hinterher gibt es auch die Gelegenheit, bei einem Gläschen vielleicht noch zu diskutieren, näher in Kontakt zu kommen. Ansonsten möchte ich Ihnen aber jetzt den Präsidenten unseres Trägervereins kurz ankündigen, Herr Professor Barz, ehrenamtlich Präsident unseres Trägervereins, aber hauptberuflich leitet er die Abteilung für Bildungsforschung und Bildungsmanagement an der Heinrich-Heine-Universität, und er wird jetzt den eigentlichen Hauptredner einführen. Vielen Dank, dass Sie hier sind. Ja, guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Abschlussveranstaltung, zur dritten Veranstaltung im Rahmen unserer Reihe zum Thema Flüchtlinge willkommen. Und dann, also die Frage, wie können wir die Herausforderungen bewältigen, wie müssen wir die entsprechenden Weichenstellungen vornehmen und welche Beiträge können die verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen, gerade auch Bildungseinrichtungen, gerade auch Wohlfahrtsverbände, dabei leisten. Ich freue mich, dass wir heute Abend mit Ulrich Lili, einem sehr kompetenten und ausgewiesenen Kenner dieser Thematik, für einen Vortrag gewinnen können. Bevor ich noch ein paar Worte zu ihm sage, vielleicht noch ein kurzer Rückblick von mir zum Thema Willkommenskultur. Sache und Wort der Willkommenskultur haben ja bei uns in Deutschland noch eine vergleichsweise kurze Geschichte. Mittlerweile kommt einem das fast selbstverständlich vor. Das Wort hat aber eigentlich erst in den letzten 5, 6 Jahren in Deutschland überhaupt Fuß gefasst. Ich kann mich noch gut erinnern, 2010/11 habe ich für den damaligen Integrationsminister Laschet eine erste Studie zum Thema Willkommenskultur erstellt. Damals war die Situation so, dass am 27. November 2008 auf europäischer Ebene damals der Beschluss zur freiwilligen Aufnahme von europaweit insgesamt 10.000 besonders schutzwürdiger irakischer Flüchtlinge getroffen wurde. Nämlich insbesondere für Angehörige der verfolgten Minderheiten, insbesondere Christen aus dem Irak, und gesundheitlich beeinträchtigte, traumatisierte oder Folteropfer. Und auch für alleinerziehende Mütter, die damals aus den Zwischenstationen, also aus den Ländern, wo sie Zwischenstationen gemacht hatten oder wo sie vorläufig aufgenommen waren, nämlich Jordanien und Syrien, dann nach Deutschland gebracht werden konnten. Die Innenminister hatten sich mit dem Bundesinnenminister im November 2008 darauf verständigt, dass sich Deutschland an dieser europäischen Aufnahmeaktion beteiligt, und insgesamt 2.500 wurden in Deutschland aufgenommen, davon etwas mehr als 500 in Nordrhein-Westfalen. Und wir hatten damals mit engagierten Leuten aus dem Integrationsministerium ein Forschungsprojekt entwickelt, in dem wir die damals erstmals von politischer Seite offensiv propagierte Willkommenskultur am Beispiel dieser irakischen Kontingentflüchtlinge überprüfen und optimieren konnten. Wir haben damals Interviews, unter anderem auch auf Englisch, Aramäisch und Arabisch, mit den Flüchtlingen geführt, aber auch mit Mitarbeitern aus den Sozialämtern und den Migrationsdiensten der Wohlfahrtsverbände. Die Ergebnisse waren für die Politik insofern überraschend, als sie trotz der Bemühungen und der Weisungen einer gewissermaßen positiven Sonderbehandlung dieses Flüchtlingskontingents, dass sie dennoch auf bereits damals absehbare größere Problembereiche hinwiesen. Wir haben einen ganzen Katalog an Empfehlungen auch aus diesen damaligen Befunden
entwickelt. Aus diesem Katalog möchte ich nur drei Punkte exemplarisch herausgreifen. Ein Thema war etwa die relativ für die Flüchtlinge damals als sehr abrupt erlebte Übergangsphase zwischen der Erstbetreuung und der dauerhaften Betreuung. Erstbetreuung wurden sie versorgt, wurde alle Bereiche sozusagen oft aus einer Hand abgedeckt. Dann wurden sie in dauerhafte Unterkünfte oder in eigene Wohnungen verbracht und auf einmal brach alles ab. Auf einmal waren sie völlig auf sich selbst gestellt. Dieser Bruch war für viele, ein neues Trauma, weil sie in Deutschland ohne Anleitung, ohne zu wissen, wo sie sich hinwenden können, sich auf einmal alleingelassen fühlten. Von daher die Empfehlung, dass dieser Übergang in Zukunft durch Schnittstellendienste, durch eine weichere Entlassung in die Selbstständigkeit oder in das Eigenverantwortliche sich zurechtfinden, unbedingt abgefedert werden muss. Zweiter Punkt, eine präventive Information über die realen Lebensbedingungen für Flüchtlinge in Deutschland. Denn was wir hörten, war häufig eine große Enttäuschung über das, was sie in Deutschland erwartet hatte, was sie in Deutschland vorgefunden hatten. Das betrifft nicht nur die materielle Erwartungen an Unterbringung, an Möblierung der Wohnungen oder überhaupt an den Zustand auch der Wohnungen. Und damals gab es noch Wohnungen, ne? Mittlerweile sprechen wir nicht von Wohnungen, sondern eher von Turnhallen, Zelten, Zeltstätten, Containersiedlungen etc. Ich spreche jetzt nicht nur von den materiellen sozusagen Erwartungen, die da vielfach als dramatische Enttäuschung erlebt wurden, sondern auch von einem doppelten Kulturschock, der darin bestand, dass sie in Deutschland für ihre Kinder, wir hatten auch natürlich den Schwerpunkt Kinder, als Bildungsforscher interessieren wir uns natürlich immer auch speziell für die Bildungsmöglichkeiten und die Bildungssituation. Und das wurde von vielen unserer Gesprächspartner beschrieben, dass das ist ja gar nicht Deutschland. Das ist ja ein Umfeld, wo gar nicht Deutsch gesprochen wird. In vielen, also wenn Sie daran denken, an Duisburg-Marxloh oder so, wo eben ein sehr hoher Migrantenanteil vorhanden ist. Und das auch wiederum als große Enttäuschung wahrgenommen wurde. Man dachte, die Kinder lernen jetzt schnell Deutsch, aber im Schulhof spricht keiner Deutsch. Das war also auch ein Thema, was uns entgegengebracht wurde, zu prüfen wäre, ob man da durch prophylaktische sozusagen Informationen vor überhöhten Erwartungen und sozusagen die Erwartungen relativieren oder realistischer gestalten kann. Und zwar auf allen Ebenen, sowohl in den Herkunftsländern oder in den Lagern um Syrien herum zum Beispiel, als auch dann in den Erstaufnahmeeinrichtungen, die wir hier in Deutschland haben. Dritten Punkt, den ich ansprechen möchte, der damals in unseren Empfehlungen ausgeführt wurde, war, dass wir feststellen konnten, die Schüler, die schulpflichtigen Kinder, die dabei waren, waren häufig weit unterhalb ihrer Möglichkeiten dem deutschen Schulsystem zugewiesen worden. Die Schulzuweisung geschah damals, heute ist es ein bisschen schon sozusagen bewusster sich dieser Thematik geworden, aber es ist immer noch ein Thema, das Aufmerksamkeit bedient, dass nämlich Schüler nicht, weil sie wenig oder kein Deutsch am Anfang sprechen, sofort in irgendwelche Hauptschulen, Sonderschulen oder eben niedere Schulformen automatisch zugewiesen werden, sondern dass man individuelle Leistungsdiagnosen, individuelle Schulprofil- und Schulwegsberatung braucht, um bessere Schulerfolge und eine sinnvollere Schulkarriere zu gestalten, was nicht nur die Bildungschancen, sondern auch die Integrationsmöglichkeiten und auch die Persönlichkeitsentwicklungsmöglichkeiten dieser jungen Menschen entscheidend positiv beeinflussen kann. Ich erwähne jetzt diese damaligen Befunde nur, um deutlich zu machen, dass wir mit dem Thema Willkommenskultur und seiner Einbettung in eine Konstellation aus ehrenamtlichen Helfern, staatlichen Stellen, Verbänden eine wichtige und nach wie vor politisch zu gestaltende Aufgabe vor uns haben. Eine Aufgabe, die uns sicher noch lange begleiten wird. Und wo wir umso mehr
belastbare, empirisch gehaltvolle Informationen brauchen. Wir wissen viel zu wenig über die konkrete aktuelle Situation in den Einrichtungen. Wir wissen viel zu wenig über die Menschen, die zu uns kommen. Zum Beispiel kann man in rascher Folge Expertenmeinungen derzeit lesen, wie eigentlich die Bildungsvoraussetzungen der syrischen Flüchtlinge, wie es um die bestellt ist. Wie werden die eingeschätzt? Mal lesen wir Warnungen. Mehr als die Hälfte beherrsche nicht einmal die Grundkompetenzen in Rechnen und Lesen. Wird der Bildungsökonom, bedeutender, bekannter, renommierter Bildungsökonom vom IFO-Institut München, Ludger Wössmann, Professor Ludger Wössmann, wird mit dieser Aussage zitiert. Mehr als die Hälfte nicht einmal Grundkompetenzen in Lesen und Rechnen. Gestern wurde verlautbart, ich glaube heute stand es erst in der Zeitung, 86% der Syrer hätten Abitur oder sogar einen Hochschulabschluss. Hat das UN-Flüchtlingshilfswerk gestern auf einer Pressekonferenz in Genf aus einer wie auch immer gearteten Erhebung berichtet. Ja, was denn jetzt? Wie passen 65% ohne basale Grundkenntnisse in Lesen und Rechnen zusammen mit 86%, die Abitur oder ein Studium mitbringen? Passt nicht zusammen. Man muss schlechterdings feststellen, wir wissen es nicht wirklich. Man muss einräumen, wir wissen auch sonst relativ wenig von den Menschen in den Erstaufnahmelagern und Flüchtlingsheimen. Es finden sich wohl Sensationsmeldungen aller Art, Befürchtungen aller Art, aber eine belastbare Datenbasis haben wir bis heute nicht. Und diese belastbare Datenbasis fehlt nicht nur in Bezug auf Bildungsvoraussetzungen oder mitgebrachte Bildungszertifikate, sie fehlen auch in Bezug auf Kompetenzen insgesamt, auf religiöse und sonstige Grundorientierungen. Und es fehlt auch zu den wichtigen Schnittstellen zwischen ehrenamtlichen Helfern und hauptamtlichen Mitarbeitern an belastbaren Informationen, wie wir diese Schnittstellen optimieren können. Es wäre wichtig, dass wir hier rasch zu empirisch informierten sozialwissenschaftlichen Bestandsaufnahmen kommen. Genauso wichtig aber ist es, dass wir den gesellschaftlichen Dialog zwischen den beteiligten Akteursgruppen intensiv pflegen. Und insofern freue ich mich sehr, dass wir mit Ulrich Lilie heute einen herausgehobenen Vertreter der Wohlfahrtsverbände und einen kompetenten Experten zum Thema gewinnen konnten. Ulrich Lilie ist vielen gerade hier in Düsseldorf ein Begriff aufgrund seiner langjährigen Tätigkeit für die evangelische Kirche in dieser Stadt, zuletzt als Superintendent. Er ist inzwischen zum Präsidenten der Diakonie Deutschland in Berlin avanciert und insofern zentral für die Dachorganisationen aller evangelischen Diakonieeinrichtungen in Deutschland verantwortlich. Das Flüchtlingsthema ist aktuell ein wichtiges, vielleicht das wichtigste Thema auch in der Arbeit der Diakonie. Und Ulrich Lilie hat sich bereits öffentlich festgelegt, dass wir nicht nur Herz und Verstand, sondern vor allem auch Gottvertrauen brauchen, um die Situation zu bewältigen. Dass auch Bildung dabei eine Rolle spielen kann, versteht sich von selbst. Dass allerdings die gegenwärtigen Herausforderungen auch eine alltagspraktische Bewährungsprobe jenseits aller Schulmeisterei bedeuten, hat sich inzwischen allenthalben herumgesprochen. Ich will dennoch meine kurze Einführung mit einer Geschichte von Mullah Nasruddin beenden, in der noch einmal kurz daran erinnert wird, dass Schulmeisterei nicht alles ist, und eine Geschichte, die in diesen Tagen wieder makabre Aktualität erlangt hat. Sie heißt Der pedantische Schulmeister. Manchmal nahm Mullah Nasruddin in seinem Boot Leute auf kleine Ausflüge mit. Eines Tages ließ ein pedantischer Schulmeister sich von ihm über den sehr breiten Fluss setzen. Kaum waren sie an Bord, da fragte der Schulmeister, ob die Überfahrt stürmisch sein werde. »Frage mich nicht so etwas«, sagte Nasruddin. »Hast du nie Grammatik gelernt?«, fragte der Schulmeister. »Nein«, sagte der Mullah. »Dann hast du die Hälfte deines Lebens vergeudet«, war der Kommentar des Schulmeisters. Der Mullah schwieg. Dann kam ein schwerer Sturm auf. Die närrische Nussschale des Mullah füllte sich mit Wasser, er beugte sich zu seinem Fahrgast vor. »Hast du je schwimmen gelernt?« »Nein«, sagte der Pedant.
dann, Schulmeister, ist dein ganzes Leben verloren, denn wir sinken. Dieser kurzen Geschichte aus den Weisheitssammlungen des türkisch-islamischen Raums, dort sammelte man diese Geschichten von Mullah Nasruddin, möchte ich das Wort übergeben an unseren heutigen Hauptredner, Herr Ulrich Lilly, bitte. Ja, vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Ich freue mich sehr, wieder in Düsseldorf zu sein, wieder einmal in Düsseldorf zu sein. Insofern ist Willkommenskultur jetzt hier in zweifacher Hinsicht gemeint. Mein Thema heute heißt Willkommenskultur zwischen Staat, Verbänden und Zivilgesellschaft. Und liebe Damen und Herren, ich möchte das mit einer Vorbemerkung einleiten. Einer Vorbemerkung, die ich mal überschreibe, die Zeit der Katastrophen. Denn es gibt viele Bilder, die wir alle in unseren Köpfen haben, die uns in diesen Tagen nicht aus dem Kopf gehen, drastische Bilder. Und diese Bilder sind die Folie für das, was wir zusammen über dieses Thema vielleicht heute Abend nachdenken. Abgehackte Köpfe, darunter auch der Kopf von einer jungen amerikanischen Freiwilligen, von einer der Partnerorganisationen unseres evangelischen Werks für Diakonie und Entwicklung. Ein grauenhaftes Bild für die programmatische Missachtung und die symbolische Kampfansage des IS gegen das westliche Ideal von Humanität und die damit verbundenen Werte von Menschenwürde und Menschenrechten. Die Leiche des dreijährigen Aylan im roten T-Shirt, angespült am bekannten Strand des beliebten türkischen Badeortes Bodrum. Ein todtrauriges, skandalöses Bild für die untätige Missachtung der Menschenrechte und des Völkerrechts seitens der Staatengemeinschaft der Europäischen Union. Und in besonderer Weise hat mich vor wenigen Wochen bei meiner Reise nach Griechenland, nach Mazedonien und nach Serbien das Ausmaß an Hilflosigkeit und an Angewiesenheit getroffen, das aus den Gesichtern der Menschen am Grenzübergang in Udomini gesprochen hatte. Das ist der Grenzübergang, der inzwischen auch geschlossen ist und vor den Menschen, vor Soldaten und vor Zäunen stehen. Da kam ein Bus nach dem anderen an, im Niemandsland an der griechisch-mazedonischen Grenze. Und aus jedem dieser Busse stiegen bis heute ungefähr 50 Menschen, darunter viele Jugendliche, die ganz allein reisen, junge Eltern mit kleinen Kindern auf dem Arm. Ich erinnere den alten Mann im Rollstuhl, den sie zu viert aus dem Bus gehoben haben. Die meisten von ihnen haben Badelatschen oder Turnschuhe an den Füßen, die im kalten Matsch völlig durchfeuchtet sind. Sie halten ihre ganze Habe in der Hand, Plastiktüten oder kleine Rucksäcke. Alte Männer und Frauen, Kinder und Jugendliche stehen dort erschöpft und in 50er Blöcken und in Zweierreihen aufgereiht im Matsch. Es gibt keine angemessene Versorgung des UNHCR. Sie waren, als wir da waren, nur mit zwei Zelten da vertreten, obwohl da jeden Tag bis zu 5000 Menschen über diese Grenze gingen, bei Tag und bei Nacht. Heute gibt es keine UNHCR-Zelte mehr an diesem Übergang. Die Menschen sind wieder völlig auf sich gestellt. Die arme griechische Bevölkerung, die hilft. Das sind untragbare Zustände an unseren aktuell so viel diskutierten europäischen Außengrenzen, die uns in einem Europa der Menschenrechte eigentlich nur beschämen können. Es gibt noch andere Bilder. Bilder von Menschen, die ihre Fäuste drohend gegen Asylbewerber oder deren Wohnhäuser hochstrecken, Hassparolen gegen Flüchtlinge skandieren, Bilder von ausgebrannten Flüchtlingsheimen, ein Galgen für Spitzenpolitiker auf einer Demonstration in Dresden, unverhohlener Hass, Bilder von Aufklebern in schwarzer Schrift auf gelbem Grund, auf denen steht, bitte flüchten Sie hier weiter, es gibt hier nichts zu wohnen, Refugees not welcome. Und dann diese Bilder der letzten Tage, die Bilder der Leichen zwischen den Bistrotischen in einem der Pariser Ausgehviertel oder vor dem Einkaufsviertel in Beirut im November. Diese Bilder haben etwas gemeinsam.
Sie sprechen von einer tiefen Missachtung der Menschenwürde, von flächendeckender Verletzung der Menschenrechte und von einem erschreckenden Verlust an Menschlichkeit. Und Sie sprechen damit auch, so sehe ich das als evangelischer Pfarrer, von einem dramatischen Verlust an Gottesbeziehung in unserer Gesellschaft und der Völkergemeinschaft. Denn jeder Gedemütigte, jede unmenschlich Behandelte und jedes Opfer von Gewalt tragen das Antlitz Gottes an sich. Mehr denn je sind darum Kirche und Diakonie gefordert, sich zu einem Anwalt dieses Gottes, und das heißt in dieser Lage immer auch zum Anwalt der Schwestern zu machen. Wir sind nicht nur zur unmittelbaren Hilfe gefordert, sondern auch dazu, den Platz für die Humanität in der Mitte unserer Gesellschaft, in Europa und mitten in dieser Welt zu verteidigen und zurückzuerobern. Gerne gemeinsam mit allen, die sich dieser Idee der Menschenwürde und der Humanität verpflichtet fühlen. Das ist die Folie, auf der wir über dieses Thema Willkommenskultur zwischen Staat, Verbände und Zivilgesellschaft nachdenken. Willkommenskultur ist eigentlich ein Kunstwort, ein künstlicher Begriff, ein wenig glückliches Wort aus der migrationspolitischen Theoriesprache, im politischen Sprachgebrauch der Bundesrepublik übrigens ein relativ junges Wort. Es lässt sich erst seit wenigen Jahren in offiziellen Dokumenten nachweisen. In den Migrationsberichten der Bundesregierung taucht er zum ersten Mal im Jahr 2011 auf, wenn wir das richtig recherchiert haben. Damals bezog er sich ausdrücklich auf die dringend gesuchten IT-Fachkräfte und Menschen mit akademischen Abschlüssen. Vielleicht liegt es an diesem Sitz im Leben dieses Wortes, dass es uns manchmal in dieser Situation und angesichts der Herausforderungen, vor denen wir stehen, oft so unpassend vorkommen, wenn wir über das Gespräch kommen wollen, über die reale Situation der Flüchtlinge in Europa, in der Welt und in Deutschland heute. Er wirkt für mich unangemessen harmlos angesichts dieser humanitären Tragödien, die sich seit einigen Monaten nicht mehr nur scheinbar weit weg von uns und in anderen Kontinenten ereignen. Sie lassen sich nicht mehr verdrängen, diese humanitären Katastrophen, ihre Folgen. Sie sind mitten in unseren Städten angekommen, in Passau, in Berlin, in Freital und auch in Düsseldorf. Wir leben unter diesem Aspekt in katastrophalen Zeiten, so empfinden es viele von uns. Katastroph kommt aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie Umwendung. Und es stimmt vielleicht, dass wir in Zeiten grundlegender Veränderung leben. Wenig hilfreich finde ich es dagegen, diese Veränderungen als Katastrophe im umgangssprachlichen Sinn, also als ein plötzlich unvorhergesehenes Unglück, das da irgendwie über uns hereingebrochen wäre, zu begreifen. Über uns hier in Deutschland, in Europa, bricht kein Unglück hinein und schon gar nicht plötzlich, liebe Damen und Herren. Es kommen Menschen, von denen viele schon früher gesagt haben, dass wir uns auf sie einstellen sollten. Männer, Frauen, Jugendliche und Kinder, vielleicht 800.000, vielleicht 1 Million in diesem Jahr, wie jetzt gerade in Bayern gezählt worden ist, das weiß keiner so genau, weil die einen sagen, alle werden 4-mal registriert und die anderen sagen, wir haben vielleicht nur die Hälfte registriert. Die Journalistin Elisabeth Räther hat jüngst in der Wochenzeitung Zeit die Situation dieser Menschen und ihre Lage so beschrieben. Sie hat gesagt, es sind Menschen, die im Panikmodus sind. Ich zitiere, viele lebten jahrelang im Krieg und sie sind auf einer lebensgefährlichen Reise. Sie haben jede Sicherheit verloren, Wohnung, Beruf, Heimat, Verwandte und Freunde. Sie ließen alles zurück, was eine Identität ausmacht. Nicht nur Europa hat Angst vor den Flüchtlingen, auch sie haben Angst vor Europa. Nur in der Masse gibt es für die Flüchtlinge so etwas wie Sicherheit. Also gehen sie dorthin, wo die anderen schon sind, nach Deutschland. Flüchtlinge sind häufig solche Menschen im Panikmodus, die zuallererst ein Recht auf unseren Schutz haben.
einer Willkommenskultur geht es darum, diesen Menschen ein Ankommen in unserer fremden Sprache, in unserer fremden Kultur. Sie haben das völlig zu Recht gesagt, das ist etwas, was wir eigentlich mit den irakischen Flüchtlingen schon mal gelernt haben, leichter zu machen. Wir alle können dazu beitragen, jeder und jede von uns, dass aus dieser Masse, die vielen vielleicht bedrohlich erscheint, wieder Individuen werden. Menschen mit einem persönlichen Gesicht, mit sehr individuellen Fähigkeiten, sicherlich auch mit einem erheblichen Unterstützungsbedarf, die hier vielleicht ein neues Zuhause auf Zeit finden. Also zunächst eine Wohnung, vielleicht so etwas wie einen Beruf, neue Freunde, Sicherheit, vielleicht einige zukünftig Heimat. Das wird nur möglich sein, wenn parallel zu den großartigen zivilgesellschaftlichen Anstrengungen im Land die Lenkung der Migration und die Bekämpfung ihrer Ursachen, die Bekämpfung auf europäischer Ebene und auf internationaler Ebene als eine grundlegende, wichtige Aufgabe begriffen werden. Mit dieser Vorbemerkung komme ich zu meinem ersten Hauptteil und der heißt: Wandert nicht aus, Fluchtursachen bekämpfen. Auf syrischen Facebook-Seiten kursierte vor einigen Wochen ein Graffiti. Aufgenommen war es in Aleppo. Da stand auf Arabisch gesprüht auf einer Hauswand: Aleppo ist schöner als Europa. Wandert nicht aus. Zu dieser Zeit war Aleppo schon regelmäßig unter russischem Bombardement. Der Krieg in Syrien ist nur ein Beispiel dafür, wie schwierig das ist, was in Politik und Zivilgesellschaft unter der Überschrift Fluchtursachen bekämpfen diskutiert wird. Die Ursachen, dass Menschen unfreiwillig ihre Heimat verlassen, auswandern oder fliehen, vorübergehend oder dauerhaft, sind vielfältig und oft sind sie miteinander verwoben. 4 Kategorien, sagen die Fachleute, kennen wir von solchen Migrationsgründen und sie unterscheiden sie einmal in persönliche Gründe, wie dem Wunsch nach einem besseren Leben, nach Familienzusammenführung oder Gründung, nach Studienaufhalten oder interessanten Arbeitsbedingungen. 2. nach wirtschaftlichen, sozialen Lebensbedingungen wie Arbeitslosigkeit, geringem Einkommen, mangelnde Zukunftsperspektiven und Möglichkeiten im eigenen Land zu einer wirtschaftlichen Entfaltung. Zu wenige staatliche Förderung führt dann eben auch zur Auswanderung. Und 3. politische Ereignisse wie Kriege und Bürgerkriege, ethnische bzw. Nationalitätenkonflikte, massive Menschenrechtsverletzungen, Folter, Verfolgung und Vertreibung. Also genau die Situation, die wir jetzt im syrischen Bürgerkrieg haben. Und 4. nennen die Migrationsfachleute als einen Grund für Migration Veränderungen der natürlichen Lebensbedingungen. Wassermangel, zunehmende Versteppung, Versalzung der Böden, die Folgen des Klimawandels, über die gerade in Paris diskutiert wird. Auch in der derzeitigen Flüchtlingskrise, die ich als einen Aspekt dieser weltweiten Migration verstehe, vermischen sich alle diese Motivlagen. In der deutschen Diskussion um Steuerung des Flüchtlingsstroms wird derzeit grob unterschieden zwischen denen, die aus Kriegs- und Bürgerkriegsgegenden kommen, die also ein Recht auf Asyl hätten und anderen, die das nicht hätten. Es ist meines Erachtens nur noch eine Frage der Zeit, bis sich solche Differenzierungen überholen werden. Ein Mensch in Not ist eben ein Mensch in Not. Heute sind es die Bürgerkriegsflüchtlinge und gut möglich, dass sich bald auch Klima- und Hungerflüchtlinge auf den Weg machen werden. Männer, Frauen, Jugendliche und Kinder. Wer wollte sie dann aufhalten? Wer dürfte es, wenn gelten soll, dass die Menschenrechte unteilbar sind? Ich bin sicher, dass uns das Thema Wanderung, Migration und Zuwanderung im nächsten Vierteljahrhundert, vielleicht im gesamten nächsten Jahrhundert, erheblich beschäftigen wird. In Deutschland, in Europa und weltweit. Wir werden also mit ihnen umzugehen haben, mit diesen Menschen anderer Nationalitäten, anderer Kulturen, anderer Hautfarben, anderer Religionen, anderer Sprachen
bei uns in Deutschland und überall in Europa, auch wenn das manche in Europa noch nicht verstehen wollen. Umso mehr gilt, wer verhindern will, dass Menschen, die wie wir am liebsten sicher in ihrer Heimat leben, zu Flüchtlingen werden, muss mit aller Kraft zuerst daran arbeiten, die sogenannten Fluchtursachen zu beheben. Das geht, denn auch diese Fluchtursachen sind nicht einfach gegeben, sondern geworden, politisch gestaltet, von Menschen gemacht und also auch weiterhin prinzipiell gestaltbar. Unfaire globale Handelsbeziehungen, die Nichtbeachtung von Menschenrechts- und Umweltstandards bei Lieferketten oder wachsende weltweite soziale Ungleichheit gehören zu diesen Ursachen genauso wie Waffenlieferungen in Spannungsgebiete und an Länder, die systematisch die Menschenrechte verletzen. Auch der unmäßige und rücksichtslose Ressourcen- und Energieverbrauch geht auf Kosten der armen Länder. Und unbequeme Wahrheit ist auch, dass auch unser Lebensstil, unsere Gesellschaft und unsere Politik zu diesen Fluchtursachen beigetragen haben und bis heute immer noch beitragen. Selbstverständlich ist auch die Bekämpfung dieser Ursachen keine nur nationale Aufgabe, sondern eine internationale Herausforderung von hohen Graden. Und doch kann und muss auch die Bundesregierung durch eine abgestimmte Politik aller zuständigen Ressorts an der Umsetzung der nachhaltigen Entwicklungsziele sowie an der Bekämpfung der anderen Ursachen von Flucht arbeiten. Dazu gehört auch die Krisenprävention zivil und die zivile Konfliktbearbeitung aufzuwerten, die Mittel für Entwicklung, für Klimaanpassung und Kompensation von Klimaschäden zu erhöhen, sowie eine Handelspolitik, die andere Gesellschaft nicht von vornherein zu Verlierern macht. Das ist eine gewaltige Agenda, vielleicht eine Jahrhundertagenda, aber auch diese Themen sind nicht erst seit gestern bekannt. Und auch das ist ein Beitrag zur Willkommenskultur, damit Menschen sich in den Ländern, wo sie eigentlich hingehören, willkommen fühlen können und da auch zukünftig eine Heimat finden. Dafür brauchen wir auf allen Ebenen unseren gesellschaftlichen Lebens Menschen, die mit Fantasie, mit Liebe und Können die vielen kleinen und großen Räder drehen, die ineinander greifen müssen, wenn es um die Erreichung des großen Ziels eines nachhaltigen und eines gerechten Friedens auf unserem Planeten geht. Weltinnenpolitik hat das ein verstorbener Politiker einmal weitsichtig genannt. Und das braucht Zeit, das braucht langen Atem, das braucht Ausdauer und Geduld. Das braucht auch unter uns den Mut, Neues zu denken. Wenn wir zum Beispiel mit unseren Gebäuden in Diakonie und Kirche einmal anfangen wollen, das braucht den Mut, Veränderungen zuzulassen. Und das lässt sich nicht einfach mit einem Doppelklick lösen. Das braucht nicht zuletzt auch alle europäischen Partner. Und darum zweitens, Festung oder Freistaat, die europäische Dimension der Flüchtlingsfrage. Wie Europa in den vergangenen Monaten und Jahren auf die Flüchtlingskrise reagiert bzw. nicht reagiert hat, ich finde es ehrlich gesagt beschämend. Die Dublin-III-Verordnung ist bereits seit Jahren ein menschenunwürdiger und ineffektiver Verschiebebahnhof für Flüchtlinge in Europa geworden und ist nun angesichts der wirklich sehr begrenzten Möglichkeiten der Randstaaten in Europa für alle ankommenden Flüchtlinge mehr als eine Zumutung. Dieses Verfahren, Dublin III, ist sichtbar gescheitert. Es war vielleicht eine Vereinbarung, die für Schönwetterzeiten gedacht war. Jetzt, wo wirklich die Flüchtlinge kommen, ist sie gescheitert. Wir können die EU-Länder am Rand unseres Kontinentes, die selbst mit wirtschaftlichen Überlebensfragen kämpfen, mit dieser Menge an Flüchtlingen nicht alleine lassen. Genauso wenig, wie es Deutschland oder Schweden auf die Dauer alleine schaffen werden, hier Verantwortung zu übernehmen. Die nationalstaatliche Beschränktheit, mit der im Wortsinn eine Politik der Abschottung und der Ausgrenzung umgesetzt wird, kann Menschen, die europäisch denken wollen, eigentlich nur bestürzen. Zäune bauen und Grenzen abschließen, 25 Jahre nach dem Fall der Mauer, 70 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, in
Und nachdem in Europa rund 60 Millionen Menschen ihre Heimat verloren haben und eine der größten Völkerwanderungen nach der Antike ausgelöst haben, das ist bestenfalls kleinkariert, das ist politisch ein beschämender und gefährlicher Rückschritt. Und diese rückschrittliche nationalistische Politik hat heute tödliche Folgen. Europas Grenzschutzpolitik nimmt in Kauf, dass jährlich tausende Menschen an den EU-Außengrenzen sterben. Immer noch, gerade heute, gab es wieder dazu furchtbare Meldungen. Seit dem Jahr 2000, das müssen wir uns sagen lassen, sind über 25.000 Menschen auf dem Weg über das Mittelmeer nach Europa umgekommen. Von Januar bis Oktober 2015 allein über 3.500 Menschen. Damit ist die europäische Außengrenze, liebe Damen und Herren, die tödlichste Grenze der Welt. Die geringe Aufnahmebereitschaft vieler EU-Mitgliedstaaten ist angesichts der humanitären Notlage der Flüchtlinge unvereinbar mit den Werten und den rechtlichen Verpflichtungen, die zu einer EU-Mitgliedschaft gehören. Ich bin sicher, eines Tages wird die Welt das Projekt Europa daran messen, ob wir gemeinsam eine europäische Antwort auf diese humane Jahrhundertkatastrophe gefunden haben oder eben nicht. Wir brauchen dringend eine neue europäische Flüchtlingspolitik, die sich am Maßstab des Menschenrechts auf Asyl orientiert. Ich beschränke mich hier nur auf einige Eckpunkte, die aus unserer Sicht für die Welt und für Europa unverzichtbar sind und die den Rahmen einer europäischen Willkommenskultur umreißen. Erstens, Europa muss endlich Wege zu einer legalen Einreise ermöglichen. Die derzeitige Abriegelungspolitik treibt schutzlose Menschen alternativlos in die Hände von überwiegend kriminellen Schleusern. Jeder Zaun in Europa treibt die Preise dieser Schlepperbanden weiter in die Höhe. Solange die Regierungen der EU keine legalen Flüchtmöglichkeiten schaffen, werden die Bilder und die Berichte über das Massengrab Mittelmeer nicht enden. Die Zahl der Toten wird weiter steigen und mindestens für die Fliehenden aus den akuten Krisengebieten wie Syrien und Irak fordern wir eine visumsfreie EU-Einreise, verbunden mit der Möglichkeit, einen Asylantrag zu stellen. Zweitens, unverzichtbar scheint uns auch die sofortige europäische Aufnahme von mindestens 750.000 Menschen aus den Transitstaaten wie Libanon, Jordanien, Türkei oder den Maghreb-Staaten mit dem Recht zu einem vorübergehenden Aufenthaltstitel in Europa. Deutschland hat im Alleingang in den vergangenen beiden Jahren im Zuge der Familienzusammenführung durch humanitäre Aufnahmeprogramme 38.000 syrische Verwandte aufgenommen. Das hat viele Menschenleben gerettet und eine geordnete und eine legale Einreise ermöglicht. Diese Programme wurden nicht weitergeführt, weil eben andere EU-Staaten diesem erfolgreichen Beispiel nicht gefolgt sind. Hier müssen die Länder mit den größten syrischen Communities in der EU, und das sind eben Deutschland und Schweden, mit anderen EU-Staaten dringend weitere Maßnahmen ergreifen. Und drittens, Sie hatten das schon angesprochen, Herr Professor Barth, die flüchtenden Menschen brauchen dringend realistische Informationen, auch über Deutschland und über alle in Frage kommenden Zielländer. Eine befristete Aufenthaltsgenehmigung muss in Registrierungs- und Beratungszentren erteilt werden. Sie muss es den Flüchtlingen erlauben, auf der Grundlage einer realistischen Information eine einmalige Wahl und Festlegung zu treffen. Das fand ich eine der beeindruckendsten Begegnungen in den unterschiedlichen Orten, wo wir in Syrien und Mazedonien gewesen sind. Wir Flüchtlinge gefragt, wo wollen sie denn hin? Und dann sagten die, sie wollen über die Ukraine nach Finnland. Oder sie hätten gehört, in England wäre es richtig toll. Das heißt, sie hatten völlig unrealistische Bilder von den Ländern, in denen die Schlepper ihnen gesagt hatten, da lohnt es sich hinzufahren. Und davon sind eben Hunderte, Tausende von Menschen unterwegs. Und die stranden dann in Passau. Das ist die Situation. Und ich glaube, dass sich enorm viel verändern würde, wenn man in diesen
Orten, die es schon gibt. Das sind dann meistens Orte, die eben erstmal humanitäre Hilfe auf diesen Routen anbieten, wirklich 60, 70 EU-Beamte hätte, die realistische Informationen geben könnten über die Situation zum Beispiel in Passau, wo es vielleicht im Moment nicht so wirklich toll ist, als Flüchtling anzukommen. Solche Zentren sollten nach unserer Meinung statt der geplanten Hotspots möglichst dort eingerichtet werden, wo es bereits etablierte Orte der Versorgung auf diesen Routen gibt, die durch zivilgesellschaftliches Engagement entlang der Flüchtlingsrouten entstanden sind. Nur in Verbindung mit solchen Angeboten werden sich Menschen, die auf der Flucht ihr Leben riskieren, die alles verkauft haben und alles hinter sich gelassen haben, zur Registrierung und zu einer verbindlichen Verteilung wirklich bereit erklären. Aus den Gesprächen mit dem Innenminister und vielen Ebenen der Regierung ist das eines der Hauptprobleme, dass viele Menschen, die im Moment hier ankommen, eine Nacht irgendwo schlafen und am nächsten Morgen weg sind, weil sie denken, das, wo ich eigentlich hin will, das ist dann meistens eine sehr unrealistische Idee, da mache ich mich jetzt einfach mal auf. Viertens braucht es auf europäischer Ebene flankierend dazu ein für alle Staaten verpflichtendes UNHCR Resettlement Programm, also ein Neuansiedlungsprogramm mit jährlichen Kontingenten in jedem einzelnen EU-Staat. Jedes EU-Land muss mittelfristig aus Transitstaaten Menschen aufnehmen und bis zu einer bestimmten Frist ein festes, aber auch realistisches Kontingent für Aufnahmeplätze mit vergleichbaren Standards benennen, das jährlich in einem geordneten UNHCR-Verfahren europäisch organisiert wäre. 20.000 Plätze wären ein Anfang, sagen wir gemeinsam mit vielen europäischen Flüchtlingsorganisationen. Und wir glauben, das ist keine Überforderung, das wäre auch gut umzusetzen. Mittel- und langfristig muss die europäische Flüchtlingspolitik so gestaltet werden, dass ein System entsteht, in dem die Mitgliedstaaten der EU je nach Leistungsfähigkeit gemeinsam Verantwortung für diese Aufgaben übernehmen. Ziel muss es politisch sein, dass alle Staaten diese Asylstandards anwenden. Dazu sind heute eigentlich schon alle EU-Mitgliedstaaten verpflichtet. Um diese Herausforderung zu bewältigen, müssen die Mitgliedstaaten in der Europäischen Union neue Prioritäten setzen. Staaten, die derzeit noch nicht in der Lage sind, diese Standards umzusetzen, brauchen Unterstützung, aber eben auch Kontrolle. In der Konsequenz heißt das, solange noch nicht alle Länder Flüchtlinge aufnehmen können, müssen die, die besonders leistungsstark sind, eben auch weiterhin in Vorleistung gehen. Dafür, liebe Damen und Herren, werden wir alle zusammen einen langen Atem und ein offenes Herz, wie es der Bundespräsident gesagt hat, brauchen. Es müssen Prozesse auf verschiedenen Ebenen gesellschaftlichen Handelns in Gang gesetzt werden, nicht nur in der Politik, auch in den Kirchen, auch in den Wohlfahrtsverbänden und in der Zivilgesellschaft. Da sind wir alle noch richtig gefragt. Und was können wir hier vor Ort, was können wir in Deutschland leisten? Gemeinsam mit den anderen großen Wohlfahrtsverbänden haben wir darüber in den letzten Monaten und Wochen viel gesprochen, sind im ständigen Austausch mit den politischen Stellen, mit Ministerien, dem Bundeskanzleramt. Und darum möchte ich in meinem dritten Teil einige Überlegungen zum Thema, wie schaffen wir das, Willkommenskultur in Deutschland, sagen. Ich möchte die Willkommenskultur zunächst aus der Perspektive der Menschen, die da im Panikmodus zu uns gekommen sind, der Flüchtlinge, verstehen. Was brauchen die, die bei uns ankommen, um wirklich ankommen zu können? Und ich möchte mich auch in die Perspektive der Menschen versetzen, die sich vor diesen Menschen, die da zu uns kommen, selbst panisch fürchten, die sich Sorgen machen, wie sich unser Land verändern könnte durch diese Menschen, die da zu uns kommen, die schlicht daran zweifeln, dass wir das überhaupt schaffen können. Was brauchen diese Menschen, um dieser herausfordernden Situation konstruktiv begegnen zu können? Und ich möchte mit dieser zweiten Gruppe beginnen, den sogenannten besorgten Bürgerinnen und Bürgern. Diese Gruppe der Besorgten ist nach meinen Erfahrungen sehr heterogen. Wir wissen nicht, wie viele von denen, die im September noch die Flüchtlinge in München herzlich mit Ballons in Empfang genommen haben, heute bereits Zweifel
an ihrer eigenen Menschenfreundlichkeit hegen. Zu den Besorgten gehören ganz sicherlich nicht die hasserfüllten, gewaltbereiten Rassisten, genauso wenig wie die allwöchentlichen aufmarschierenden Pegida-Mitläufer. Zu den Besorgten gehören aber manche unter den freiwilligen Helferinnen und Helfer, die inzwischen an vielen Orten auch an ihre Erschöpfungsgrenze gekommen sind. Zum vielstimmigen Chor der Zweifler gehört die altersarme Trümmerfrau, die in einem Gespräch mit mir sagt, dass um die Flüchtlinge zu viel Gewese gemacht wird. Uns hat damals auch niemand geholfen, sagt sie mir im Gespräch. Und zu den Besorgten gehört der gut verdienende Rechtsanwalt, der wegen der Flüchtlingsunterkunft gegenüber nun um den Wertverlust seiner großzügigen Eigentumswohnung fürchtet. Dazu gesellen sich Menschen, die eine diffuse Angst vor dem Islam haben und wieder andere, die sehr konkret damit umgehen müssen, dass in ihrem 100-Seelendorf am nächsten Tag plötzlich 750 neue Mitbewohner ankommen. Sie hier in Düsseldorf können sicherlich auch andere Beispiele erzählen. Man kann, liebe Damen und Herren, also diese besorgten Bürgerinnen und Bürger nicht einfach über einen Kamm scheren. Vielleicht ist es möglich, sie ganz grob in zwei Gruppen zu unterscheiden. Neben den fremdenfeindlichen Rassisten, den ewig Gestrigen und ihren bis weit in den bürgerlichen Mittelstand hineinreichenden geistigen Verbündeten ist das vielleicht zum einen die Gruppe der wirklich finanziell Schwachen, derer, die jetzt schon Verlustängste in unserer Gesellschaft haben und die jetzt eine neue Konkurrenz der Hilfsbedürftigen befürchten, die der Eindruck prägt, dass für die Flüchtlinge jetzt ganz viel auf einmal möglich ist, worum sie sich vorher tagtäglich im Kampf mit den Ämtern jahrelang streiten mussten. Und zweitens die Menschen, die vielleicht wirklich etwas Richtiges spüren, nämlich, dass sich unsere Gesellschaft tatsächlich verändern wird, die darum diffuse Ängste um unsere gesellschaftliche Zukunft haben, um den gesellschaftlichen Frieden bangen. Und selbstverständlich gibt es auch zwischen diesen Gruppen Überschneidungen und Unschärfen. In der Diakonie haben wir in unseren Arbeitsfeldern mit all diesen Menschen zu tun. Und ich bin überzeugt, eine Willkommenskultur lässt sich nur im Dialog und in Auseinandersetzung mit diesen Menschen realisieren. Ich möchte Ihnen von einigen Erfahrungen aus unserer eigenen Arbeit erzählen. Mitte Oktober haben wir in Berlin gemeinsam mit vier anderen großen Verbänden der Freien Wohlfahrtspflege, dem Deutschen Roten Kreuz, der Zentralen Wohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland, der Arbeiterwohlfahrt und dem Deutschen Kulturrat die Idee eines breiten Bands des Willkommens geboren. Ich habe dieses Band noch immer an meinem Arm. Idee war, mit einem solchen Band, auf dem schlicht draufsteht Flüchtlinge willkommen, deutlich zu machen, dass wir vor Ort gemeinsam mit anderen daran arbeiten, dass es so etwas wie eine Willkommenskultur für diese Menschen gibt. Bei der Fahrt in der S-Bahn, genauso wie an der Wursttheke, wollten wir das gemeinsam sichtbar machen. Ich arbeite hier, ich unterstütze hier daran das Unternehmen, dass das endlich gelingt. Dieses Armband kostet 5 €. Der Erlös ist natürlich für die Einrichtungen der Flüchtlingshilfe bestimmt. Und diese Aktion haben wir auf unseren Homepagen und auf den üblichen Medien beworben. Die Reaktionen waren auf der einen Seite überwältigend. Viele in Berlin hatten solche Bänder an, aber auf der anderen Seite auch überwältigend erschreckend. Erschreckend hasserfüllt und zum großen Teil erschreckend schlecht informiert. Wir haben auf dreifache Weise darauf reagiert. Wir sind mit diesen Leuten ins Gespräch gegangen, in den Chats, in den Streit und haben das gemeinsam mit vielen aus den Landesverbänden, in vielen Trägern im Umfeld der Kirche versucht. Wir haben sehr extreme Aufrufe zur Darstellung von Gewalt angezeigt und von unseren Seiten gelöscht. Und wir haben insgesamt auch 14 Strafanzeigen gestellt. Kann man diese Erfahrungen aus dem Bereich der Öffentlichkeitsarbeit eines großen Bundesverbandes auf den Umgang mit den Kritikern der Willkommenskultur in andere Lebensbereiche übertragen? Vielleicht schon. Wo Kritik und Abwehr in Gewalt, in Volksverhetzung, in Rassismus und Fremdenfeindlichkeit umschlagen, müssen wir, glaube ich, alle gemeinsam das Grundgesetz und seine Werte verteidigen, Position beziehen,
auch im eigenen Freundeskreis. Ich bin am Freitag in Sachsen gewesen, in einer Einrichtung, die umziehen musste, weil im Nachbardorf durch eine Versammlung von Bürgerinnen ein dermaßener Aufstand inszeniert wurde, dass sich der Träger nicht mehr getraut hat, an diesem Ort eine Flüchtlingseinrichtung umzusetzen. Und diese Menschen sind dann einen Ort weitergezogen, sind weise einen Schritt zurückgetreten, haben da jetzt eine wunderbare Einrichtung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge aufgebaut. Aber sie erzählten, in den Dörfern rundherum gibt es wirklich richtig tiefe Konflikte weit bis in die Familien hinein. Und Geburtstagsfeiern werden gesprengt, ob Diskussionen darüber, wie man denn jetzt mit diesen Flüchtlingen umgeht. Im Vogtland eine echte Herausforderung. Und vielleicht soll man das nicht zu schnell mit Etiketten bekleben. Ich habe da jedenfalls gelernt, genau hinzugucken, denn die Mitarbeitenden in der Einrichtung haben dann erzählt von diesen Familien. Die haben gesagt, wir gehören zu denen, unter denen vor 25 Jahren ein neues Land ausgerollt wurde und hatten keine Chance, es mitzugestalten. Wir sind alle noch voll diesen Verlustgefühlen. Jetzt kommen auf einmal andere Menschen zu uns. Viele fühlen sich wirklich damit komplett überfordert. Der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strom hat kürzlich auf der EKD-Synode, das ist sozusagen die höchste Versammlung unseres evangelischen Kirchenparlamentes, von der Notwendigkeit einer neuen Ethik der Empathie gesprochen, von einer Ethik der Einfühlung, mit der wir sowohl den Flüchtlingen wie den Menschen mit den Überforderungsängsten begegnen sollten. Ich zitiere ihn gern. Er sagte, unsere Empathie brauchen auch die, die sich als Verlierer gesellschaftlicher Verteilungsprozesse fühlen oder Angst haben, jetzt zu verlieren zu werden. Die Angst vor dem Unbekannten und davor, dass sich etwas in unserem Leben verändert. Die Angst, dass die Integration dieser vielen Menschen nicht gut gelingt, oder die Angst vor sozialer Ungerechtigkeit, dass nun die Schwachen gegen die Schwachen ausgespielt werden. Solche Ängste müssen ausgesprochen werden dürfen. Und er setzte fort, es kommt entscheidend darauf an, wie wir über solche Ängste miteinander reden. Auch unser Reden über diese Ängste muss von der gleichen Empathie geprägt sein wie unsere Empathie für die Flüchtlinge. Und ich ergänze, es geht nicht nur um Gespräche. Ich glaube, es geht auch weiterhin um wirklich sehr glaubwürdige und handgreifliche Taten. Viele der Kommentatoren auf unserer Facebook-Seite warfen uns nach dieser Kampagne mit diesen Bändern Einseitigkeit vor. Sie sagten, nur den Flüchtlingen, nicht den Armen im eigenen Land, gelte unser Engagement. Das ist, was die Diakonie betrifft, natürlich ein schlechtes Gerücht. 450.000 Hauptamtliche arbeiten bundesweit in der Diakonie und aktuell vielleicht 10.000 bis 20.000 von ihnen in der Flüchtlingsarbeit. Die anderen in den vielen anderen sozialen Tätigkeitsfeldern, für die wir uns selbstverständlich für die Schwächsten engagieren und nach wie vor Partei ergreifen. Aber es gibt dieses Gefühl bei den Menschen. Es gibt die Unbelehrbaren, aber die meisten derer, die sich Sorgen machen, davon bin ich überzeugt, sind letztendlich auch Menschen guten Willens. Das unterstelle ich jedenfalls. Und ich glaube, es lohnt sich, sie auch zu gewinnen, an die Kraft einer Gesellschaft oder an die Vision einer Gesellschaft zu glauben, die vielfältiger wird und die eine humane und eine gerechte Gesellschaft der Verschiedenen sein wird. Deutschland ist schon heute ein vielfältiges Land, in dem Menschen unterschiedlicher Kulturen und Religionen mit großem Gewinn zusammenleben. Wir haben viel gelernt in den letzten Jahrzehnten, gelernt, einander anzuerkennen, miteinander zu leben und auch voneinander zu lernen. Ich bin sicher, wir haben auf diesem Lernweg, verschieden zu sein, noch einiges vor uns. Aber wir können auch auf manchen gelingenden Erfahrungen aufbauen, auf die wir auch stolz sein können. Und das sollten wir uns jetzt auch nicht durch Ängste nehmen lassen. Aber was brauchen die Flüchtlinge, um in Deutschland ankommen zu können? Es werden wohl weit mehr als 800.000 Männer, Frauen, Jugendliche und Kinder sein, die im Jahr 2015 in Deutschland Schutz gesucht haben. Menschen aus Kriegsgebieten, aus Krisengebieten, Menschen eben im Panikmodus.
Und die Gruppe dieser Flüchtlinge, liebe Damen und Herren, sie ist mindestens ebenso heterogen wie die Gruppe der Besorgten. Nein, da kommen keine besseren Menschen, es kommen ganz normale Menschen, fleißige und faule, kluge und nicht so kluge, schüchterne und Sportskanonen, religiöse und nicht religiöse, Künstler und arabische Analphabeten. Es kommen sicherlich auch Menschen, die kriminell sind, nur ist deren Anzahl unter den Flüchtlingen eben nicht höher als unter unserer einheimischen Bevölkerung, wie die aktuelle Untersuchung des Innenministers belegt hat. Was den Ausbildungsstand angeht, wissen wir inzwischen von der Bundesagentur, dass etwa ein Drittel dieser Menschen, die da zu uns kommen, von ihnen eine vergleichsweise hohe Qualifikation mit sich bringen. Es gibt die unterschiedlichsten Zahlen, die da im Moment kassieren. Herr Weißer sagte, nach Ihren Recherchen wäre ungefähr ein Drittel dieser Menschen inzwischen deutlich als relativ gut qualifiziert bekannt. Ein Drittel, so sagt die Bundesagentur, bringen eine Basisqualifikation mit und ein Drittel sind in der Tat Menschen, die zum Teil weder rechnen noch schreiben können, Menschen, die einen ganz erheblichen Unterstützungsbedarf mitbringen. Diese Drittelregelung gilt übrigens auch für die psychische Konstellation dieser Menschen. Ein Drittel, sagen die Fachleute, dieser Menschen sind wirklich hochtraumatisiert, brauchen dringend eine Therapie. Ein Drittel könnte mit einer unterstützenden Basisversorgung ganz gut leben. Und ein Drittel verfügt über eine erstaunlich hohe Resilienz. Das heißt, diese Menschen sind in der Lage, ihre Erfahrungen, die zum Teil genauso schrecklich sind wie in den anderen Gruppen, alleine zu verarbeiten und können relativ schnell nach vorne denken. Die Herausforderung Integration für diese Menschen beginnt nach unserer Überzeugung mit dem ersten Tag. Und ob wir aus dem Willkommen ein Ankommen entwickeln können, entscheidet sich in diesen Tagen sozusagen heute. Bereits die Umstände der Ankunft sind dabei entscheidend. Was in dieser Hinsicht in den vergangenen Monaten in Deutschland von vielen Hauptamtlichen, übrigens auch in den Behörden, aber genauso gut in den Trägern und von vielen Freiwilligen geleistet wurden, kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Auch unter dem Aspekt übrigens des Bildes, das Deutschland damit in der Welt abgibt, was hohe Anerkennung und Achtung findet. Während die Debatten über Grenzschließungen, den Zuzug von Familienangehörigen, das Einrichten von Transitzonen tobten, während Pegida hetzte und der Ton zwischen den politischen Parteien immer gereizter wurde, sind Tag für Tag Tausende erschöpfter Menschen angekommen und wurden in diesem Land erstaunlich freundlich in Empfang genommen. Was brauchen sie heute? Sie brauchen sofort eine angemessene Unterkunft, sie brauchen Versorgung mit Essen und Winterkleidung und sie brauchen medizinische Grundversorgung. Nicht alle Bundesländer sind so weit wie Nordrhein-Westfalen und haben eine entsprechende Gesundheitskarte eingeführt. Wir haben immer gesagt, die Monate der Blaulichtorganisationen sind jetzt eigentlich vorbei. Jetzt braucht es die Fachleute der freien Wohlfahrt, die Fachleute der Bildungseinrichtungen. Jetzt brauchen wir Angebote zur Bewältigung psychologischer Unterstützung und wir brauchen vor allem sichere Orte für die besonders schutzwürdigen Gruppen. Und das sind alleinreisende Frauen und Kinder, die zum Teil in diesen Großeinrichtungen die Fortsetzung der furchtbaren Erfahrung erleben, die sie auf den furchtbaren Fluchtwegen machen mussten. Wir brauchen kurzfristig einen raschen Zugang zu Kindertagesstätten. Die Schätzungen der Bundesministerin sind, dass wir ungefähr 70.000 neue Plätze brauchen in unseren Kindertagesstätten. Wir brauchen einen erheblichen Ausbau der Kapazitäten unserer Schulen und unserer Bildungseinrichtungen. Und wir brauchen Menschen, die diese Bildungsprozesse gemeinsam mit den Flüchtlingen organisieren. Ich glaube, wir brauchen dafür auch eine neue Diskussion über die Bedingungen, über die Standards in unserem Land. Wir werden das nicht mit kleinen Kindergartengruppen bewältigen und wir werden das auch nicht mit kleinen Klassenchefen schaffen. Wir werden uns da auch auf eine neue Realität des Teilens der Möglichkeiten miteinander einlassen. Im letzten Gespräch hat die Kanzlerin gesagt, nach der Wende sind wir auch nicht mit neuen Schulzentren gestartet, sondern wir haben einfach mit Unterricht angefangen. Das müssen wir vielleicht auch wirklich zum Teil wieder neu lernen und wir müssen diese Diskussion miteinander führen. Wir brauchen
Sprachförderung. Und ich habe mich sehr gefreut, dass das Institut für internationale Kommunikation damit bereits begonnen hat und dass sie seit Wochen einen kostenlosen Intensivsprachkurs für akademische Flüchtlinge anbieten. Das braucht, glaube ich, dieses Gemeinschaftsunternehmen Integration. Es braucht viele Menschen, die jetzt an vielen Orten bereit sind zu improvisieren. Vielleicht brauchen wir so etwas wie eine neue Kultur der Improvisation. Denn das hat die Erfahrung zum Beispiel auch der Auswertung der Erfahrung mit den irakischen Flüchtlingen gezeigt, dass wir an vielen Punkten mit sehr behördlichen Kategorien an diese Herausforderung rangegangen sind. Ich war am Montag in Frankfurt und die Sozialdezernentin sagte mir, wir müssen den Königsteiner Schlüssel verändern. Das ist eine tolle Idee gewesen für Zeiten, in denen wir hier vielleicht 10.000 oder 15.000 Flüchtlinge zu verteilen hatten. Wenn es jetzt an die Hunderttausende geht, erzeugen wir völlig widersinnige Situationen, die wir auch aus Bayern gehört haben, dass Menschen eben, die dann schon gut angekommen sind, die inzwischen im privaten Wohnraum Gott sei Dank gut integriert leben, dann einen Brief kriegen und sagen, nach dem Königsteiner Schlüssel musst du jetzt nach Frankfurt wieder in eine Turnhalle ziehen. Das ist dann so eine Art behördlicher Umgangsweise, die eben zu enormen neuen Brüchen und wirklich schwierigen Situationen führt, die eben mit Willkommen und Ankommen nicht ohne weiteres was zu tun haben. Wir brauchen, liebe Damen und Herren, die Liste ist noch nicht zu Ende, mittelfristig dann natürlich auch Möglichkeiten zu arbeiten. Wir brauchen jetzt schnell Angebote für die, die in den Einrichtungen bis zu 6 Monate warten, bis ihr Antrag auf ein Asylverfahren oder auf ein Schutzgesuch eben erst einmal bearbeitet wird, irgendwie ihre Alltagsstruktur hinbekommen. Da sitzen Menschen auf den Betten und warten darauf, dass was passiert. Sehr qualifizierte Menschen, Menschen, die etwas einbringen wollen, die Teil dieser Gesellschaft werden wollen. Und die lernen in diesem ersten halben Jahr, in dem nichts passiert, und in dem nächsten halben Jahr, dass es dann braucht, bis ihr Antrag entschieden ist, zunächst mal, dass da ganz wenig passiert. Und das ist, glaube ich, die schlechteste Voraussetzung, die wir für ein Ankommen miteinander bieten. Das heißt, wir brauchen während dieser Verfahren jetzt schon Möglichkeiten, Praktika zu absolvieren. In manchen Städten haben sich Netzwerke gefunden, die schon sehr früh anfangen mit Profilen und sagen, was sind die Fähigkeiten, was sind die Ausbildungsvoraussetzungen, die diese Menschen mitbringen und wie können wir sie dann, wenn sie anerkannt sind, möglichst schnell fruchtbar machen. Vielleicht können wir vorher auch schon ein Praktikum organisieren. Wir brauchen einen erheblichen Ausbau von sozialem Wohnungsbau. Wir brauchen enorm viel mehr Wohnraum und dringend brauchen die Menschen, die bei uns Schutz suchen, einfach Menschen, die im Netzwerk für sie da sind, im Fußballverein oder in der Kirchengemeinde, vor Ort, in der Arztpraxis, Menschen, die ihnen begegnen und die diese Erfahrung dieser neuen fremden Heimat aufbrechen und sie ankommen lassen. Auch deswegen ist es eben sehr wichtig, dass diese Arbeit von uns allen wahrgenommen wird, eben nicht nur verstanden wird als eine Aufgabe von wenigen Profis oder von einigen, die sich jetzt darum kümmern müssten. Ich glaube, das ist eine Aufgabe, die vielfältige Engagements von uns allen fordert. Der Ruf nach Professionalisierung ist sicherlich berechtigt, aber das unbezahlbare Engagement in der Nachbarschaft von Ihnen allen ist vielleicht dabei einer der wichtigsten Schlüssel. Das alles legt den Grund für ein wechselseitiges Kennenlernen. Dann wachsen Beziehungen zwischen Alteinwohnern und Neueinwohnern, die sich neu über ihr gemeinsames Engagement für diese flüchtenden Menschen kennenlernen. Beziehungen zwischen denen, die zu uns kommen und denen, die schon lange in der Straße gewohnt haben. Beziehungen mit Qualitäten, die uns dann manchmal überraschen. Neue Beziehungen auch zwischen Institutionen, zwischen Parteien, zwischen Kirchengemeinden oder Fußballvereinen, zwischen Theatern und anderen Organisationen, die neu lernen müssen, ihre Anstrengungen und ihren Teil der Bemühung miteinander zu koordinieren. Alles das, glaube ich, bildet die Basis für ein neues gesellschaftliches Wir, um das wir dann schließlich, einfacher wird's nicht, sicherlich auch noch streiten und ringen müssen. Die Integrationsfelder Wohnen, Sprache, Schule, Arbeit müssen heute gleichzeitig bearbeitet werden. Und dazu sind nicht zuletzt erhebliche materielle Ressourcen notwendig.
im sozialen Wohnungsbau, genauso wie beim Ausbau der Schulen und der Kindertagesstätten. Und das wird nur gelingen, wenn Bund, Stadt und Kommunen, aber auch eben Verbände und Zivilgesellschaft zusammenarbeiten. Ich habe eine Zahl gehört in diesen Tagen, die macht mich ein bisschen stolz. 85 Millionen haben alleine die Landeskirchen im letzten Jahr zusätzlich für die Arbeit mit Flüchtlingen freigestellt. Dahinter steckt vielfältiges Engagement und viele Lösungen, die, glaube ich, für eine Kultur des Ankommens und des Willkommens stehen. Dass das an vielen Stellen bereits gelingt, und zwar sehr viel besser, als uns manchmal erzählt wird, zeigen gute Beispiele. Die Städte und die Gemeinden werden bis Ende des Jahres rund 880.000 Menschen untergebracht haben. Etwa 10% von ihnen werden wohl auch über den Jahreswechsel in Zelten wohnen müssen. Nach einer Umfrage, die Ernst & Young im November gemacht hat, kommen die Kommunen aber mit diesen Herausforderungen flächendeckend eigentlich relativ gut zurecht. 3 von 5 Kommunen rechnen damit, auch in den kommenden Jahren keine neuen Schulden machen zu müssen. Das sind gute Nachrichten, über die viel zu wenig geredet wird. Dazu kommt, dass die Kommunen ihre Bürgerinnen und Bürger, auch das hat diese Untersuchung gezeigt, flächendeckend als große Unterstützung erleben, nicht nur ehrenamtlich Engagierte. Einwände von Anwohnern gegen die Unterbringung von Flüchtlingen nannten nur 13% der befragten Kommunen als ein wirkliches Problem. Auch das sind gute Nachrichten. Willkommenskultur, Integrationsengagement für Flüchtlinge hat viele konkrete Gesichter und Formen. Einige wenige Beispiele will ich Ihnen nennen, weil die guten Beispiele wirklich auch genannt werden müssen. In Hamburg unterstützt die zentrale Anlaufstelle Anerkennung Migranten und Flüchtlinge dabei, ihre Berufsanschlüsse bereits während der Wartezeit auf einen Asylbeschluss anerkennen zu lassen. In Ostwestfalen bietet das Projekt Soziale Jungs Bielefeld, kurz SOJUBI, Praktika für junge Flüchtlinge an, die sich in einem sozialen Beruf ausprobieren wollen. Der Paul-Gerhardt-Stift in Berlin-Wedding hat ein Refugium für schwer traumatisierte Menschen geschaffen. 80 Menschen, schwer traumatisierte Personen mit besonders schweren Formen von Gewalterfahrung finden hier jetzt einen zuverlässigen Schutzraum. Beim Projekt Do It in Wuppertal übernehmen Ehrenamtliche die Vormundschaft für minderjährige Flüchtlinge, die ohne Eltern in Deutschland leben. Wir wissen aus den neuesten Zahlen, dass die Zahl der Kinder, die unbegleitet nach Deutschland kommen, dramatisch wächst. Dieses Projekt hat inzwischen Ableger in Aachen, in Dortmund, in Bochum, in Köln, in Bonn, in Bremen, in Berlin und auch in Frankfurt. Im psychosozialen Zentrum hier in Düsseldorf begleiten Haupt- und Ehrenamtliche bereits seit Jahren traumatisierte und psychisch belastete Flüchtlinge. Jährlich finden hier ungefähr 400 Menschen aus über 40 Ländern Unterstützung. 14 solcher Zentren gibt es in der Diakonie bundesweit. Ich könnte jetzt noch lange erzählen über solche guten Beispiele, die es gibt. Überall, und das ist das Schöne an meiner neuen Aufgabe, wo ich solchen Menschen begegne, ich begegne vielen von Ihnen, begegnet man wirklichen Hoffnungsträgern, Menschen, die diese Schwierigkeiten zusammen mit anderen anpacken und eben dafür sorgen, dass es funktioniert. Gibt es so etwas wie ein Fazit? Ich glaube, wenn Willkommenskultur gelingt, verwandelt sie sich in einen wirklichen Integrationsprozess, in dem sich alle Beteiligten zu ihrem Vorteil verändern können. An vielen Orten in dieser Republik passieren im Moment solche Veränderungsprozesse und solche Erfahrungen. In einigen Jahren, bin ich sicher, werden wir mehr deutsche Nachrichtensprecher mit arabischen Vornamen haben. Altenpflegekräfte mit syrischen Wurzeln und einem tief verwurzelten Respekt vor den alten Menschen. Busfahrerinnen mit somalischen Großeltern. Und vielleicht gibt es neben den christlichen und einem jüdischen Wohlfahrtsverband ganz selbstverständlich auch einen muslimischen Wohlfahrtsverband in Deutschland. Möglicherweise wird in den Nachrichten nicht mehr nur frohe Weihnachten gewünscht, sondern auch ein schönes Zuckerfest oder ein gutes neues Jahr für unseren jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern. Ist dadurch unser christliches Abendland wirklich bedroht? Ich kann das nicht wirklich erkennen.
Wir werden auch irakische Strafgefangene haben und libanesische Rassisten in unseren Reihen kennen, neben christlichen Fundamentalisten aus Schwaben, die ihre Kinder partout nicht in staatliche Schulen schicken wollen. Daneben muslimische Eltern, die sich mit den Lehrern ihrer Töchter um den Schwimmunterricht streiten. Und Deutschland wird sich mit diesen zugewanderten Menschen verändern. Aber wir alle zusammen haben viele Möglichkeiten, diese Veränderungen aktiv mitzugestalten, und wir können viel tun. Nur eines sollten wir nicht tun: nichts tun und stattdessen Cassandra-Rufe absetzen. Ein Wörtchen, das mich bei meinen Überlegungen zu diesem Vortrag wirklich am Anfang am meisten inspiriert hat, ist dieses kleine Wort zwischen in der Themenstellung. Willkommenskultur zwischen Staat, Verbänden und Zivilgesellschaft. Und ich habe ganz kurz mit dem Gedanken gespielt, ob ich nicht nur mit diesem Wort zwischen diesen Vortrag bestreite. Der Ort der Willkommenskultur, da bin ich sicher, der liegt in diesem Dazwischen. Und im Zwischen verbergen sich die eigentlichen Möglichkeiten. Wer dazwischen steht, wer sich zwischen die Erfahrungen dieser Menschen stellt, wer dazwischen ist, ist mittendrin, der überbrückt, der ist im Prozess, der ist unterwegs, ist sicherlich auch Zerreißproben unterworfen, muss mit manchen Ungewissheiten leben lernen, manchmal mit Fremden, mit Unangenehmen. Aber eins ist sicher, er oder sie und eine Gesellschaft, die sich diesen dazwischen stellt, bleibt in jedem Fall lebendig. Wie gesagt, eine der schönen Seiten meiner neuen Aufgabe ist, dass ich an vielen Punkten diese Position wahrnehmen kann. Aber weniger persönlich, auch der Ort der Diakonie ist, glaube ich, immer dieses Dazwischen gewesen. Diese Position zu besetzen, einen Standpunkt mitten zwischen diesen Fragestellungen und zwischen diesen Menschen zu finden. Ein bisschen Theologie möchte ich Ihnen darum zum Schluss noch zumuten. Diakonie ist nämlich eigentlich ein altes Wort. Es stammt aus dem Griechischen und ist jahrhundertelang vor allem mit der Übersetzung Dienst übersetzt worden. Um den Dienst an den Schwächsten geht es, um den Dienst im Namen Gottes an den Menschen in Krisen, an den Menschen, die Beratung brauchen, an den Flüchtlingen. Der australische Neutestamentler John Collins hat in einer neuen Arbeit darauf aufmerksam gemacht, dass das alte Wort Diakonie mit der Wurzel diak, griechisch, auch mit Verbindung oder mit Vermittlung zu übersetzen wäre. Die altgriechische Wortwurzel habe etwas mit drauf losgehen, dazwischengehen zu tun. Und Menschen, die sich dem verpflichtet wissen, sind nicht einfach nur Diener. Sie sind Kuriere, sie sind Verbinder, Abgeordnete, Begegnungenermöglicher, Brückenbauer, Co-Wahrnehmer, und ihre Verortung liegt in diesem Dazwischen. Dort im Dazwischen bin ich überzeugt, da wächst das Milieu einer Willkommenskultur in Deutschland. Und es gibt viele, die heute schon mitten dazwischen stehen und daran arbeiten. Ich bin sicher und habe gelernt, wir sind Nachbarn, alle. So heißt das Zwei-Jahres-Thema unseres Bundesverbandes, das eigentlich darauf hinarbeiten will, aufmerksam machen will, dass wir zukünftig alle gemeinsam wieder sehr viel mehr zivilgesellschaftliche und bürgerschaftliche Form des Engagements vor Ort brauchen und dass Nachbarschaft eine Qualität ist. Ich habe in diesem letzten Jahr gelernt, dass dieser Satz auch europäisch und international gilt. Wir sind Nachbarn, alle. Wir entdecken gerade neu unsere Nachbarn, die Nachbarin, den Nachbarn im globalen Dorf. Wir lernen neu, dass das, was in Syrien geschieht, sich unmittelbar auch in Solingen bemerkbar macht. Wenn wir das lernen und wenn ganz selbstverständlich geworden ist, dass wir zu der Flüchtlingsfamilie schräg gegenüber einfach rübergehen können und fragen, ob sie noch etwas Salz haben oder ob sie heute Nachmittag auf den Hund aufpassen würden, dann hat Willkommenskultur funktioniert. Ich danke Ihnen. Ja, lieber Herr Lili, vielen Dank für diesen
Vortrag, in dem Sie ja sozusagen nichts ausgelassen haben, was wir an Themen in diesem Kontext zu berücksichtigen haben. Und Sie haben, das fand ich besonders schön, auch positive Beispiele, auch mutmachende Beispiele genannt, auch sozusagen die Sache ins Positive insgesamt versucht zu wenden, also mehr die Chancen als die sicher unstrittig vorhandenen Probleme zu betonen. Wir haben jetzt die Möglichkeit, mit Herrn Lille noch ins Gespräch zu kommen. Ich fange vielleicht direkt mal an und stelle Ihnen eine erste Frage. Und zwar haben Sie ja unter anderem auch einen ganzen Katalog an Forderungen formuliert, was wir brauchen, was alles notwendig ist, ja. Was alles sicher richtig ist. Wo aber bei vielen bei mir die Frage auftrat, wie realistisch ist das eigentlich, dass das in absehbarer Zeit eigentlich passieren wird. Mhm. Deshalb würde ich da an der Stelle nochmal gerne nachfragen. Nur an zwei, Sie haben ja eine lange Liste von Dingen, die eigentlich notwendig wären auf politischer Ebene, ja. Auf gesellschaftlicher Ebene etc. genannt. Ich will nur zwei Stellen ansetzen. Das eine war, Sie sprachen auch davon, von der langen Dauer der Antrag, beziehungsweise überhaupt bis Flüchtlinge einen Antrag stellen können. Für wie realistisch halten Sie sozusagen unter uns gesprochen die Chancen, dass sich da jetzt dramatisch etwas tun wird? Wir haben ja alle gehofft, sozusagen durch Herrn Weise wird da jetzt alles anders. Die Innenminister haben es letzte Woche gesagt, das war enttäuschend, das war sogar bestürzend, dass da nicht wirklich eine Verbesserung absehbar ist. Deshalb meine Frage an Sie als Kenner der Materie, wie schätzen Sie das ein? Vielleicht noch eine zweite Frage. Sie haben auch die Notwendigkeit, EU-weit zu verbindlichen und zu umsetzbaren Regelungen zu kommen, angesprochen. Wie schätzen Sie da die Chancen EU-weit eigentlich ein? Die sehen ja im Moment, wenn wir, also was der Zeitungsleser oder der Betrachter der Talkshows realisieren kann, sieht das ja überhaupt nicht danach aus, dass irgendwie eine Bewegung wäre. Im Gegenteil, Schweden macht jetzt auch noch die Türen zu und sozusagen Deutschland ist noch der letzte oder sowieso der einzige und jetzt noch mehr der alleingelassene Staat, der sich da positiv sozusagen darauf bezieht. Deshalb die Frage, wie schätzen Sie das ein, dass europaweit da tatsächlich diese notwendigen Verteilmechanismen und so tatsächlich, außer auf Symbol, also dass da mal drei Flüchtlinge ins Flugzeug gesetzt werden, oder, werden wir da eine Veränderung erleben oder ist das relativ aussichtslos? Daran schließt sich noch eine letzte Unterfrage, nämlich die, Sie haben ja auch durch die Kirchen sicherlich so Verbindung international. Ja. Sehen die eigentlich stimmen die hoffnungsvoll, die Verbindung, die Sie mit anderen Kirchen, also anderen Nationen haben? Ich fange mal hinten an. Ja. Das realistische Bild in den Gesprächen mit den Kirchen europaweit zeigt, dass die Situation in den Staaten, in denen sie leben, einfach spiegeln. Also die offizielle Kirche in Ungarn ist fast genauso restriktiv wie das, was wir da an furchtbaren Sachen an politischer Linie hören. Das ist ein Teil des Problems. Das liegt auch daran, das wissen die wenigsten, dass in Ungarn die Kirchenbeamten vom Staat bezahlt werden. Das Brot, ich esse, das Lied, ich singe. Aber ich war jetzt gerade letzte Woche in Brüssel und da war eine Kollegin aus Ungarn, die für ihre Kirche immerhin 30 Menschen, die da Aufnahme gefunden haben, integriert. Mit ganz großem Widerstand in ihrer eigenen Kirche, aber auch mit viel europäischer Unterstützung, dass sie das dann machen kann. Und bei diesem Gespräch war auch der Herr Rüte dabei, der Generaldirektor der Kommission für Flucht und Migration in Brüssel. Und er sagte, die Institution Europa würde er, das ist ein Mann, der ist seit Anfang an dabei, einer der erfahrensten, übrigens ein deutscher Spitzen-EU-Beamter, der sagte, er sähe im Moment die Situation, dass das europäische Projekt noch nie so gefährdet gewesen wäre wie im Moment, weil wir eben gerade in da in einzelnen Staaten eine Situation haben, die zunehmend sehr schwierig wird, weil sie einfach auch den europäischen Kurs verlässt. Er sagte aber, bitte vorsichtig, wenn wir die jetzt nur blamen, dann legen wir sie Herrn Putin wieder vor die Füße. Also freuen wir uns über die 50, die aufnehmen und sagen, guckt mal, geht doch, versuchen, gute Versuche zu haben. Da brauchen wir einen langen Atem. Wir werden es aber nur europäisch hinkriegen. Auch das ist völlig klar. Das ist auch den Menschen, die da auf europäischer Ebene politisch versuchen, dafür Lösungen zu schaffen, klar. Die sagen, wir müssen es aber so hinkriegen, dass Frau Le Pen nicht die nächste französische Präsidentin wird.
Das ist schon wirklich eine riesen Herausforderung, aber sicherlich eine, die uns in den nächsten 20 und 25 Jahren sehr beschäftigen wird. Ich glaube, dass das, was der deutsche Außenminister im Moment versucht, nämlich sozusagen eine Koalition der Willigen zu schmieden und zu sagen, da müssen wir mit denen, die das machen können, mit gutem Beispiel weiter vorangehen, ein richtiger Kurs ist. Aber das sind alles Rahmenbedingungen, die brauchen länger. Wir werden sie aber brauchen, um diese Herausforderungen wirklich hinzukriegen. Meine Kollegin ist jetzt gerade in Jordanien gewesen. Die sagt, die Situation da in den Einrichtungen ist katastrophal. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Belastung in diesen Nachbarstaaten eben so eskaliert, dass sich dann nochmal ganz andere Zahlen von Menschen auf den Weg machen werden. Also man muss den Leuten auch politisch erklären, dass das in unserem Interesse ist, jetzt einen europäischen Beitrag zu leisten. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist wirklich international, glaube ich, ist das so, dass die Kanzlerin nicht mehr nach China fahren muss und denen irgendwas zur Menschenrechtssituation erklären. Wenn wir weiterhin solche Zustände haben, dann lächeln die. Und sie lächeln dann zurecht, weil sie sagen, guckt mal vor eurer eigenen Haustür, was ihr da lösen müsst. Das heißt, wir müssen das einfordern, wir müssen das tun wir auch, also auch auf Ebene von Eurodiakonia, also auch der europäischen Netzwerke, der Wohlfahrtsorganisation jetzt evangelischerseits, auf der Ebene der Gemeinschaft der evangelischen Kirchen in Europa. Da ist ganz viel im Moment, was da auch passiert. Und das muss auch aus der Zivilgesellschaft in Europa, also auch über die zivilgesellschaftlichen Gruppen in die Nationalstaaten transportiert werden. Das muss, glaube ich, ein Teil der Strategie sein. Was das Verfahren angeht, gehört zur Wahrheitsfindung, dass Herr Schmidt, der Vorgänger von Herrn Weise, schon vor 2 Jahren gesagt hat, wir müssen unbedingt mehr Leute haben. Die hat er aber nicht gekriegt. Auch deshalb musste er jetzt gehen. Das gehört aber zur Wahrheitsfindung dazu. Wir wissen, dass die Registrierungsgeräte, die da sind, nicht funktionieren. Wir wissen, dass die IT, die die haben, nicht mit der IT von den Länderstellen spricht. Das sind alles Dinge, die werden sich auch nicht in den nächsten 14 Tagen ändern lassen. Wenn man 1000 Leute mehr einstellt, muss man die auch einarbeiten in diese Verfahren. Ich erinnere bei meinem ersten Besuch, das war mein Antrittsbesuch bei Herrn Schmidt damals noch, da waren gerade 300 neue Bewerber angekommen und er sagte, hier ist Land unter, weil alle damit beschäftigt sind, diese Leute jetzt fit zu machen, damit die eben möglichst schnell diese Verfahren beantworten können. Ich fürchte, wir werden noch ein bisschen brauchen. Ich finde aber, dass Malu Dreyer recht hat, dass wenn in Einrichtungen Leute Tag und Nacht arbeiten, man vielleicht nicht Tag und Nacht, aber vielleicht am Wochenende auch im BAMF arbeiten kann. Also da ist bestimmt auch noch ein bisschen Luft drin, die Verfahren zu beschleunigen. Was eben ganz schwierig ist, ist, wenn Leute ein halbes Jahr warten müssen, bis sie sozusagen das Okay dafür klar ist, dass sie einen Antrag stellen können, es dann noch mal ein halbes Jahr dauert, bis der Antrag entschieden wird und dann eben so lange wirklich ein Leerraum von einem Jahr entsteht, in dem gar nichts passiert. Also was für ein Bild vermitteln wir dann diesen Leuten? Also da wiederholen wir jetzt gerade auf eine fatale Art und Weise die Erfahrung, die Sie vorhin als Auswertung mit den irakischen Flüchtlingen genannt haben. Ich habe da neulich nochmal eine Studie zugelesen, die das auch ausgewertet hat. Und das sind fast die gleichen Fragestellungen, die jetzt wieder aktuell sind. Also wir haben Vorerfahrung, wir haben aber nicht wirklich viel daraus gelernt. Ja, jetzt gibt es hier ein paar Meldungen. Bitte Sie. Hier drüben. Ja, erstmal vielen Dank, vor allen Dingen für den Schluss, weil man zwischendurch ja doch immer sehr betroffen wird, wenn man zuhört und das löst es dann ein bisschen auf. Ich würde gerne 2 Punkte ansprechen. Die europäischen Länder, also ich selber komme jetzt nicht aus Deutschland, ich komme aus Finnland, aber die sind recht homogen in einer Hinsicht. Sie haben alle das Phänomen, dass die Mitglieder der Länder die Sprache beherrschen. Wenn man in Amerika gearbeitet hat, da sind sehr viele Leute, die sprechen nicht gut Englisch, sind aber genauso integriert. Und bei uns ist eigentlich das Kernmerkmal eines integrierten ausländischen Bürgers nicht, wie er aussieht, sondern dass er einwandfrei Deutsch spricht. Deswegen kann ich Ihnen eigentlich nur zustimmen, wie wahnsinnig wichtig die Sprachförderung ist und die Schulung. Aber das Zweite, und das finde ich wesentlicher, was ich noch ansprechen wollte, es wird immer von der Zivilgesellschaft gesprochen. Und dabei, das liegt, also zu der Sprache würde ich gerne noch ganz kurz ergänzen. Ich habe ihn selber in meinem Beruf viele ausländische Ärzte gehabt und habe dabei festgestellt, wie allerdings unreflektiert und unbeabsichtigt die für
dümmer und schlechter ausgebildet gehalten wurden, einfach weil sie die Sprache nicht beherrscht hatten. Das hatten Sie ja schon angesprochen. Aber es gibt eine Gruppe von der Zivilgesellschaft, die vielleicht auch ein bisschen mehr auf diese Flüchtlinge vorbereitet werden sollte. Und das ist diese Gruppe, die mit diesem Mensch in Not gar nichts empathisch verbindet, weil die nämlich alltäglich mit Mensch in Not zu tun hat, nämlich virtuell. Das sind die Jugendlichen und mittlerweile auch Kinder, die mit Computerspielen virtuell mit jeder Not des Menschen zu tun haben und das recht emotionslos behandeln können. Und ich selber bin Mutter eines Teenagers und war dann auch in, habe mal mit den Freunden da so gesprochen, als dieses Bild von diesem dreijährigen Jungen da rumging. Und ich war schon ein bisschen irritiert, wie wenig Betroffenheit und auch dieses Wort, was ich so liebe, Barmherzigkeit, bei diesen Kindern war. Die gehen auch auf eine christliche Schule. Und diese Flüchtlingswelle wird unsere Gesellschaft verändern und das sind die zukünftigen Erwachsenen und die kriegen auch diese Kinder in die Klassen gesetzt und auch die können erstmal keine Sprache. Was man da vielleicht machen könnte, um bei den Jugendlichen einfach ein bisschen mehr von dieser Empathie zu kreieren? Also in der Schule, in der jetzt unsere jüngste Tochter geht, überlegen Sie gerade, noch einen Adventsbasar zu organisieren, weil in die Turnhalle jetzt Flüchtlinge einziehen und sagen, okay, wir wollen da was machen. Ein Teil soll schon mal für die Abi-Party sein, aber der große Teil muss natürlich für die Flüchtlinge sein. Also vorsichtig mit der Empathie bei den jungen Leuten. Ich bin neulich mit einem ungefähr 55-jährigen Taxifahrer gefahren, der hat gesagt, wissen Sie was, ist mir scheißegal, wenn die Leute im Meer ertrinken. Was habe ich denn mit denen zu tun? Vielleicht macht er auch Ballerspiele, weiß ich nicht. Ich wäre vorsichtig mit solchen generellen Verteilungen auf ganze Generationen. Ich glaube, da gibt es überall Sonne und solche. Wenn jeder Mensch, der einen konkreten Kontakt hat mit einem Menschen in Not, der reagiert ja anders, weil das Virtuelle einfach zu, das ist ja ständig um uns rum. Aber wenn man jemanden trifft, wenn man irgendwie ein Einzelschicksal mitbekommt, dann ist das ja immer was anderes. Und okay. Das fehlt den Schülern manchmal, habe ich so den Eindruck. Also Begegnung ist nur durch Begegnung zu toppen. Also das ist ganz so. Und darum habe ich ja gesagt, also ganz wichtig ist, dass vor Ort sich Leute auf den Weg machen, dass es Begegnungen gibt. Da, wo man solche Erfahrungen macht, verliert Masse an Bedrohung. Dann kommen einzelne Menschen in den Blick und dann sagt man auf einmal, meine Güte, das sind ja Leute wie ich, die haben andere Erfahrungen gemacht. Und dann sieht man auf einmal, die haben ja ein echtes Potenzial. Das sind interessante Gesprächspartner, von denen kann ich viel lernen. Oder über die kann ich mich auch mal richtig ärgern. Auf jeden Fall passiert was völlig anderes. Das muss man wirklich versuchen zu organisieren. Ja, vielen herzlichen Dank für Ihren Vortrag, auch von mir. Ich würde ganz gerne nochmal auf die zwei Zahlen zu sprechen kommen, die Sie genannt hatten, nämlich was die Mitarbeiter bei der Diakonie angeht. Da haben Sie ja selber gesagt, dass die, die jetzt hauptamtlich im Bereich Flüchtlinge aktiv sind, dass das noch eine vergleichsweise kleine Zahl ist. Und da meine Frage, ist da in Zukunft die Planung, das auszuweiten? Und der Hintergrund kommt auch ein bisschen daher. Bei der Veranstaltung hier letzte Woche hatten sich mehrere ehrenamtliche Helferinnen zu Wort gemeldet, die stark kritisiert hatten, dass der Austausch sowohl eben mit behördlichen Einrichtungen, wobei die Wohlfahrtspflege haben sie eigentlich nicht angesprochen, aber dass dieser Austausch eben noch überhaupt nicht funktioniert aus ihrer Sicht heraus. Und das trifft ja jetzt auch wieder dieses Dazwischen, was Sie angesprochen hatten. Wie klappt der Austausch und die Verständigung? Könnten Sie dazu vielleicht auch noch ein bisschen was sagen? Ja. Also ich glaube, dass die Ehrenamtlichen, das ist ja eine Erfahrung, die kennen wir auch schon länger in der Diakonie, auch professionelle Begleitung brauchen. Also Leute, die sich ehrenamtlich engagieren, brauchen auf die Dauer auch eine gute Form der Reflexion. Die brauchen zum Beispiel im Umgang mit Flüchtlingen wirklich Informationen, dass sie erkennen, wann ist jemand traumatisiert, wann hat jemand noch einen Hilfebedarf, der über die mitmenschliche Begegnung hinaus braucht. Und dazu braucht es auch Leute, die diese Ehrenamtlichen vorbereiten und begleiten. Also nur mit, darf das mal so sagen, in Anführungsstrichen Gutmenschentum, wird man das nicht schaffen. Da braucht man auch Kenntnisse, muss man wissen über Leute aus bestimmten Kulturen, die kommen auch aus anderen Perspektiven. Das
muss ich einfach wissen, wenn ich mit denen in eine vernünftige und gelingende Kommunikation kommen will. Also das braucht Leute. Wir wissen jetzt, ich bin am Freitag in Sachsen, in Dresden gewesen, in einer Migrationsberatungsstelle. Die haben gesagt, die Zahlen haben sich bei uns mehr als verdoppelt. Die machen wir mit der gleichen Mannschaft. Eine Mitarbeiterin war schon mit einer Lungenentzündung ausgefallen. Und die sagen, wir haben vorher für jeden Einzelnen eine halbe bis dreiviertel Stunde Zeit gehabt. Jetzt machen wir Beratung im Viertelstundentakt. Das heißt, wir brauchen an dieser Schnittstelle, wenn Leute zum Beispiel anerkannt sind, auch wirklich mehr Menschen, die dann dafür sorgen, dass die schnell in die entsprechenden fachlichen Systeme kommen, dass sie Termine bei der BA haben, dass sie Übersetzer haben, wenn sie eben sprachlich noch nicht so fit sind, die ihnen dann dabei helfen, sehr komplizierte Anträge auszufüllen. Also wir werden sehr viel mehr brauchen. Ich habe ja gesagt, wenn wir ungefähr 70.000 Plätze mehr in Kindergärten brauchen, brauchen wir auch Erzieherinnen und Erzieher, die da arbeiten. Das Ganze vor dem Hintergrund, dass wir jetzt schon Fachkräftemangel haben. Also das wird auch noch die ein oder andere Herausforderung haben. Und ich glaube, wir müssen irgendwann dann auch noch mal über Standards und Gruppenschlüssel und andere Sachen neu miteinander reden. Das wird auch unser Leben verändern. Das wird auch Qualität von unseren Bildungsprozessen zumindest mal kurzfristig auch noch mal verändern, auch belasten. Muss man auch sagen, glaube ich. Okay, da hinten gibt es die nächste Meldung. Und dann noch vielleicht noch zwei, drei. Ja, genau. Ja, schönen guten Abend. Ich möchte noch mal auch an das anschließen, was letzte Woche schon angesprochen worden ist. Es gibt seit Beginn des Jahres jede Menge Leute, die sich ehrenamtlich engagieren wollen, die teilweise bis heute immer noch nicht angesprochen worden sind, wo sie eingesetzt werden können. Es gibt Aufrufe von unserer Integrationsbeauftragten. Die schickt dann abends um 10:30 irgendwelche E-Mails, brauchen Übersetzer. Dann kriegt sie innerhalb von 5 Minuten eine Rückmeldung, wir haben hier jemanden. Es kommt 4 Monate keine Antwort. Hier der junge Mann, der neben mir sitzt, könnte prima als albanischer Übersetzer unter die Arme greifen. Und dann kommen da zum Beispiel die Voraussetzungen, dass da über Monate erst irgendwelche Schulungen und Kurse gemacht werden müssen. Dann sind die Leute teilweise schon längst wieder weg. Also wie gesagt, wir müssen ein bisschen auch wieder neu so eine Kultur der Improvisation lernen. Ja, das heißt, wir brauchen auch Leute mit pragmatischem Verstand. Aber wir haben also immer noch viele Fachleute für Brandschutzverordnungen und anderes, was ja auch wichtig ist. Aber wenn die sozusagen die Richtlinien der Politik bestimmen, dann wird man mit solchen Herausforderungen nicht fertig werden. Also als Helmut Schmidt beerdigt wurde, haben alle noch mal über wirklich seine einfach freche Durchbrechung aller Normen gesprochen und die über den grünen Klee gelebt. Der hat einfach die Bundeswehr gerufen, ja, weil er überhaupt nicht in keiner Weise irgendwie zu ermächtigt. Er hat gesagt, okay, sonst ertrinken jetzt hier Leute. Ich mache das jetzt mal. Ich will jetzt nicht sagen, dass man jetzt die Bundeswehr brauchen, aber also wir brauchen auch Leute, die also mit Mut zur Verantwortung vor Ort auch die eine oder andere unbürokratische Lösung finden. Sonst werden wir, glaube ich, bei vieler dieser Fragen ein bisschen länger brauchen. Und ich dachte, Sie sprechen von seiner frechen Angewohnheit, trotz Rauchverbot überall zu rauchen. Das war sozusagen die symbolische Fortführung dessen, was er damals in der Hamburger... Ja, aber eben auch die Fähigkeit zu sagen, okay, ich weiß jetzt, was notwendig ist und wir setzen das jetzt um. Und da, wo solche runden Tische sind, wo Leute das miteinander auch relativ schnell klarkriegen, da passieren auch schnell jetzt in dieser wichtigen Phase vernünftige Lösungen. Ich glaube, dass die damit doch ein Problem angesprochen hat, was tatsächlich auch häufiger als Problem auftaucht, dass die Koordination zwischen Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen, zwischen den amtlichen Stellen sozusagen und denen, die hilfsbereit sind, die auch irgendwo in Listen oder in Verzeichnissen stehen, aber dass die noch nicht überall sozusagen idealerweise, so wie sie ideal funktionieren könnte also, oder sollte, funktioniert, dass dann auch so ein bisschen Da gibt es Koordinationen, die sind das schon lange gewöhnt, die haben eine Kultur des Ehrenamtes, die haben Ansprechstellen, wo das relativ schnell funktioniert und dann gibt es andere, die das gerade neu lernen. Und da gibt es auch genau solche blöden Erfahrungen, wie Sie gerade beschreiben. So, ich würde jetzt sagen, noch eine letzte Meldung war hier und dann beenden wir den offiziellen Teil.
Sie sagen auch noch mal ein paar Takte und dann geht, wer möchte, kann hier noch einen Schluck zu trinken bekommen und noch die Gespräche, noch bei einem Glas Wein oder Sprudel oder Bier, glaube ich, fortsetzen. Bitte jetzt mal hier. Sie hatten einen Bereich, Herr Lidia, besorgte Bürger, besorgte Bürgerinnen. Der Anteil wird ja immer größer und leider wird das von bestimmten Parteien, die zumal ein hohes C in ihren Namen tragen, noch forciert. Das muss man mal klar und deutlich leider so sagen. Haben Sie nicht als Diakonie oder als Caritas oder als AWO auch die Verpflichtung, auf die einzuwirken? Sie haben eine Macht. Ob es mit 450.000 Mitarbeitern, die Caritas hat fast 500.000, das nicht nur im politischen Raum so stehen zu lassen. Das ist eine Aufgabe, wir Gemeinsamkeit zu machen. Und das sehe ich auch eine Aufgabe für die Diakonie. Ja, also das tun wir schon, dazu ermutigen wir, aber nicht nur die Partei mit dem großen C. Das muss man jetzt auch mal der Wahrheitsfindung halber sagen. Also ich sehe auf der Bundesebene mehrere, die da ziemlich schwanken im Kurs. Und das kann ich auch verstehen, weil Politiker wollen wieder gewählt werden. Und darum halten die feuchten Finger immer auch in Wind. Das ist ein Teil des Geschäfts. Im Moment, finde ich, haben wir eine ziemlich couragierte Pfarrerstochter, die da ziemlich einen geraden Kurs fährt und dabei auch viel riskiert. Vielleicht ist eine große Koalition dafür im Moment gar nicht so schlecht, dass man da eine gewisse Stabilität hat. Ich nehme in den Gesprächen immer wieder wahr, dass schnelle Lösungen gesucht werden, wo es keine schnellen Lösungen gibt. Wir haben jetzt die zweite Verschärfung gerade von Asylverfahrensgesetzen in der Pipeline. Die ist jetzt über Weihnachten ausgesetzt. Aber was da drin steht, ist nicht lustig. Und das will ich auch mal sagen, das ist alles entschieden worden. Und wir zum Beispiel als große Verbände, die wir bei solchen Gesetzen immer eine fachliche Anhörungsfrist haben, da gibt es dann wirklich einen breiten Diskussionsprozess, hatten also bei dieser zweiten Wendung insgesamt 8 Stunden Zeit für eine fachliche Stellungnahme zu wirklich 3, 4 wirklich gravierenden Gesetzesveränderungen. Da habe ich mit dem Kollegen von der Caritas, dem Präsidenten Peter Neher, einen Brief an alle Parteien, Fraktionsvorsitzenden und Parteivorsitzenden geschrieben und gesagt, wenn ihr wollt, dass wir ein Teil der Lösung sind, was ihr uns bei den vielen runden Tischen, bei denen wir sitzen dürfen, immer sind, dann müsst ihr das bitte auch bei den Gesetzesverfahren weiter so halten und jetzt nicht in so einen Alleinmodus gehen. Aber das ist so ein Anzeichen, dass es relativ viel Symbolpolitik gibt. Bei dem letzten Gespräch, das wir mit der Kanzlerin und Herrn Altmaier hatten vor einigen Wochen, morgen ist wieder eins, hat Herr Altmaier gesagt, ihr müsst verstehen, dass wir jetzt was machen, was eigentlich keinen Sinn macht. Das wissen wir auch. Dass nämlich eigentlich dieser 600-Stunden-Kurs, den es da eben als Integrationskurs gibt, der soll jetzt abgezogen werden vom Hartz-IV-Satz. Ja, das sind dann im Monat 5,65 Euro, die dann da abgezogen werden, um zu sagen, okay, die müssen auch was dafür bezahlen. Der bürokratische Aufwand dafür, das weiß jeder, der ist absurd. Das ist wirklich, das ist also eine Mischung aus Hilflosigkeit und Kafka, die da passiert. Das ist im Moment eine Versuchung übrigens bei allen politischen Parteien. Das muss man nochmal sagen, dass die einfach sagen, wir wollen jetzt da Abstandsgebote machen und wir wollen also hier zeigen, dass wir es keinem zu leicht machen, weil sie der Trümmerfrau, von der ich da gesprochen habe, eben auch sozusagen gefallen wollen und von der wiedergewählt werden würden. Die Versuchung ist immer mit der Politik aber flächendeckend mit Händen zu greifen. Ja, ich übergebe nochmal an unseren Geschäftsführer, an Herrn Lieb. Ja, genau. Also ich wollte auch nur mal sagen, wir können nur versuchen, im Kleinen, zumindest was wir leisten können, hier zu tun. Und unsere Spezialität ist nun mal diese sprachliche Arbeit. Und möchte noch mal, wie eingangs schon erwähnt, herzlich dazu einladen, jetzt mit uns ins Gespräch zu kommen, gegebenenfalls auch Bücher mitzunehmen. Aber wir werden auch noch Veranstaltungen anbieten, wo wir da vielleicht auch dauerhaft, nicht vielleicht, sondern ganz sicher auch dauerhaft Unterstützung, Beratung, Schnupperkurse und Ähnliches anbieten. Und schauen Sie auf die Karten, die Sie auf dem Platz liegen haben. Vielleicht auch ganz wichtig, wir wollen uns eben weiter in diesem Bereich engagieren, auch wenn wir an sich nicht ehrenamtlich funktionieren. Aber ich denke, als gemeinnütziger Verein haben wir da auch eine Pflicht, machen das auch gerne, eben diese Verbindung herzustellen. Und deswegen ist es für uns auch wichtig zu wissen, wie Sie auf diese Veranstaltung aufmerksam wurden. Wir haben gemerkt, dass das zum Teil um 3, 4, 5 Ecken geht. Also die Netzwerke funktionieren dann ganz spannend. Aber wir würden Sie natürlich auch gerne in Zukunft für ähnliche Veranstaltungen und
allerlei Dinge drumherum direkt ansprechen können. Da liegen auch so Karten auf Ihrem Platz und wenn Sie die ausfüllen und da lassen, werden wir Sie mit Sicherheit da regelmäßig und direkter ansprechen können. Aber genug der Reden. Jetzt, denke ich, ist es vielleicht auch ganz schön im Zweier-, Dreier-, Vierer-Gespräch. Da drüben gibt es Getränke, kann man sich auch hinsetzen, hinstellen. Wenn Sie noch ein bisschen Zeit hätten, wäre ganz nett, weil Dialog ist nicht nur etwas, was hier auf der öffentlichen Bühne geführt wird, sondern der muss eben auch im kleinen Kreis und von Angesicht zu Angesicht geführt werden. Vielen Dank, dass Sie hier waren und herzlich willkommen. Und ganz herzlichen Dank natürlich unserem großartigen Referenten, der sich diesen warmen Applaus wirklich verdient hat.